Hallo und willkommen zurück zur nächsten Runde oder zum nächsten Mal. Ich krieg mörderisch voll einen in die Gusche. Und hier wird der Popo poliert. Und von einem bösen, bösen Nadei. Da werden wir mal sehen. Achso, natürlich muss ich dann wieder zurück nach Hause und mir Schnellreisefunktion. Erstmal da hinreisen. Schnellreisefunktion. Da hinten der Ecke war der. Ja, alles klar. Eigentlich nein, ich will da nicht hin. Warum muss ich das machen? So, Grüße. Was hast du mir anzubieten? Magische Hilfe, Heilung? Magische Explosionsschaden. Weißt du was? Ich nehme mal Petrus mit. Ich versuch's mal mit Petrus. Ja, Vasco hat Gift und so weiter, aber Gift sollte bei dem jetzt nichts bewirken. Vasco ist leider weg. Kurt würde ich gerne mitnehmen, aber das ist eigentlich ein guter Tank, ne? Nee, Vasco, Alter, Vasco hat mehr Leben als Kurt. Aber er hat Kraft und Beweglichkeit. Und er kämpft mit Magie. Aber ich nehme mal Petrus mit. Vielleicht wird das was mit unserem gläubigen Menschen. So, mit dem habe ich auch gerade eben geredet. Hat er vielleicht nochmal neue Tränke? Das kann ich mal gucken. Hallo. Hast du heute mal vielleicht Wiederbelebungspulver für mich? Aber ich glaube, das hast du schon beim letzten Mal nicht gehabt. Großer Heiltrank. Klar, nehmen wir alle 10 mit. Hey, das gibt's ja auch noch. Den sollte ich mal eher formen. Also, den Trank sollte ich mal vorm Kampf nehmen. Mal sehen, was das mir bringt. Vielleicht nichts, vielleicht alles, keine Ahnung. Gut, dann speichern wir mal kurz. Jetzt sieht man hier, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Das ist wirklich lange her, ne? 8.12.20. Da habe ich die letzte Aufnahmerunde gemacht. Weißt du Bescheid? Gut. Wo ist die Rüstungssalbe? Achso, die Pistole hätten wir noch verbessern können. Tränke, großer Heiltrank, Rüstungssalbe, Rüstungssalbe. Was ist das dran? Wie lange ist der aktiv? Das bringt ja mal gar nichts. Komm, wir versuchen es nochmal. Da ist er gleich sofort auf mich losgegangen. Ich konnte noch nicht mal einmal treffen mit dem hier. Mit dem Schießeisen. Na los! Mango Shadow engulf our enemies!
Alter, kannst du machen, was du willst, ne? Also der hat... Ich weiß nicht, was ich machen soll, ne? Also ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Mir fällt auch gerade gar nichts ein. Weil ich kann nicht stillstehen, ich kann ihn nicht mit Fernwaffen bekämpfen. Sieht man ja, da ignoriert einfach meine Leute. Ich habe keinen großen Widerstand. Ich habe schon versucht, hier auf Magieresistenz zu machen, beziehungsweise auf Elementarresistenz zu machen. Klappt nicht. Neue Rüstung klappt nicht. Das kann wirklich sein, dass ich erstmal grinden gehen muss, damit ich hier im Level aufsteige und mit einem höheren Level gegen ihn kämpfen kann, dass er einfach zu hoch im Level für mich ist. Aber wenn das wirklich so sein sollte, das ist gemein. Anheim. Vor allem, mir fällt auch gar nicht großartig ein, wo ich leveln soll. Weil ich hab doch nichts mehr. Ich habe keine Quests mehr. Ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit Tiere kloppen. Aber ich stehe schon vorm nächsten Level ab, kurz davor. Also. Ja, da bin ich ja gerade mal. Okay, ich bin richtig. Hab schon jetzt ein paar Tierchen hier zum Kloppen. Aber wie gesagt, hat man ja gerade gesehen, hat gerade eben so gut wie nicht gebracht, ne? Und das zwei Level lang jetzt, beziehungsweise drei Level lang. Hab schon gar keine Lust mehr drauf. Was ich nicht so alles tue, um doch irgendwie zu gewinnen. Aber wie gesagt, also ich denke mal, für euch wird es echt zu langweilig werden. Wir sehen uns wieder, wenn ich Level 40 bin. Bis dahin mache ich hier einen Cut. Und wir sehen uns später. Also ich schneide das hier hinten wieder dran. Ich lasse das jetzt hier nicht hier in diesen mit einer lustigen Melodie hier im Schnelldurchlauf mitlaufen, weil das kann jetzt echt lange dauern. Weil wie gesagt, drei Level, ne? Man hat gerade gesehen, ich habe kaum Erfahrung bekommen. Also, wir sehen uns wirklich nach dem nächsten Schnitt mit Level 40. So, hallo. Hier melde ich mich mal kurz zurück. Hier habe ich gerade noch einen Lagerplatz gefunden, weil wir haben ja noch eine Nebenquest hier am Laufen. Die zeige ich mal ganz kurz. Nicht die. Nebenquest. Die ganzen Lager finden. Ne? Wir haben ja schon hier fast überall alle Lager gefunden, bis auf hier. 3 von 4. Hier ist das letzte Lager. Wir schlagen es auf und gucken mal, was passiert. Ich denke mal, ich werde nur einfach hier viel Erfahrung bekommen oder wenig Erfahrung bekommen. Das war's. Oh. Ich soll jetzt jemanden von den Lagern erzählen, die ich gefunden habe. Zum Glück habe ich das mit aufgenommen. Dann reisen wir auch mal gleich zu diesem Herrn hin und erzählen ihm von dieser witzigen Errungenschaft, dass wir alle Lager gefunden haben. Warte mal, hä? Nee, das war nicht. Nee, das war hier. So. Erzählt de Corthillion von den Lagern, die du gefunden hast. Das machen wir gleich mal. Ich hoffe mal, wir kriegen ein kleines Goodie von ihm oder irgend sowas.
Und ich habe es auch schon geschafft. Ich habe schon das erste Level geschafft. Aber wir haben ja schon gesehen, dass der Skill schon fast, also das Level schon fast voll war. Da habe ich bis jetzt hier noch nicht großartig lange gespielt. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe gerade mal eine Banditen-Horde und drei Monster-Horden ausgelöscht. Und damit hatte ich dann Level 38. Gut, ach, der ist ja im Palast drin. Ach ja, das war ja doch der eine ältere Mann oben im Turm, ne? Ich gehe dann hier rein. Ich muss noch ein bisschen weiter hoch. Moinsen! Ich habe gute Neuigkeiten. Sir de Corsilio. The sad day, my young student. What can I do for you? Ich möchte mit Ihnen gerne über die Lager sprechen. Sie haben mir damals die Aufgabe gestellt. Ich habe sie erledigt. The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Oh, this is remarkable work. You explored the entire surface of the island. Well, almost. Congratulations. Thanks to you, our merchants and explorers will be able to reach the heart of this island safely. The prince will surely be very grateful for this. I know I am. Can your old professor still prove himself useful? Und wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Forscherdrang. I found some notes which were lost by Professor Serafedin. His expedition was far from easy. Investigating such gigantic creatures is bound to be perilous. Indeed. Unfortunately, we also found his corpse. I'm sorry. Oh, poor man. His devotion to science cost him his life. I will make sure I share the works you have brought me with his family. This research is fascinating. It must have taken a formidable amount of courage to pursue it. But some sheets are missing. Keep an eye out for them, would you? Maybe you can find them. Can your old professor still prove himself useful? Gut, Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilio. Wir haben ja nebenbei immer mal so eine Seite gefunden und wieder eine Seite gefunden und wieder eine Seite gefunden. Ich zeig mal, wie viele wir schon haben und wie viele uns noch fehlen. Also, Nebenquest. Wir haben über die Nadaik 1 von 3 gefunden. Eigentlich sind wir auch schon fast fertig. Uns fehlen noch 2, 4, 5. Uns fehlen noch 5 Notizen. Aber die sind überall versteckt. Ich werde nicht versprechen, dass ich sie finde. Wenn ich sie gefunden habe, während ich versucht habe, auf Level 40 zu kommen, werde ich das nochmal, so wie jetzt gerade eben, einblenden. Ansonsten, wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid. Wir sehen uns wieder, wenn ich Level 40 bin und die neue Rüstung trage. Bis dahin, wie gesagt, kommt ein Cut. Noch einmal. Also, wir sehen uns. So, hallo, da bin ich wieder. Ich habe die 40 noch nicht ganz geschafft, leider. Ich bin jetzt 2-3 Stunden rumgelatscht. Habe ein Vieh nach dem anderen gekillt. Es hat, wie man sieht, gerade mal habe ich damit ein Level geschafft, also Level 38 komplett. Ey, das kann, also dieses Gegrindet, das geht mir da wirklich echt auf den Keks. So. Ich habe jetzt noch was anderes gemacht. Ich habe jetzt wie man sieht, auf eine komplett goldene Rüstung gemacht. Warte mal, ich zeig's mal. Also fast komplett gold, also
die drei Sachen und den Helm. Ich habe auch meine Gefährten, die jetzt mit mir laufen, mal komplett umgerüstet. Auch komplett golden. Ich hoffe mal, das bringt was. Und auch hier komplett lila ausgebaut. Wie gesagt, ich hoffe, das bringt was. Und da will ich jetzt einfach nochmal versuchen, den Typen zu legen. Ansonsten, wenn es jetzt wieder nicht klappt, mache ich die andere Quest. Anspringen. Gave us at the base of the raised stone. Alter. Horn des Königs des Waldes. Schön. Dann tun wir mal diesen Stein von der seltsamen Pflanze befreien. Na komm. Look. The plant seems to be growing extremely fast. The Donegarda of Dunkus' clan are sure to be here soon to finish breaking the bond. So, wir haben die Bindung getrennt. Wir haben 2000 Erfahrung dafür bekommen. Jo. Damit haben wir es endlich auch geschafft. Aber wir haben jetzt keine Munition mehr.
Wir haben komplett die Munition aufgebraucht. Und also es hat doch was gebracht, diese zwei Level, aber wie gesagt, ich wollte euch jetzt extra nie nochmal dabei haben. Also, nie weil ich euch nie dabei haben wollte, aber wir wissen, Gegrinde ist manchmal sehr langweilig. Und das war in diesem Fall auch der Fall. Gut. Gut. Hey, da unten ist ein Fragezeichen. Wieso habe ich das noch nie? Was ist das? Wieso habe ich dieses Fragezeichen noch nie? Interessanter Ort. Da machen wir jetzt hin. Aber sowas von. Machen wir den langen Weg oder den kurzen Weg? Ich weiß nicht, welches das ist. Müsste das sein. Oh, da habe ich richtig gelegen. Jo, ich habe richtig gelegen. Entschuldigung. Also diesen interessanten Ort holen wir uns noch. Und dann machen wir weiter. Ich habe leider bis jetzt auch nur noch eine Schriftrolle von Dingsbums gefunden. Von hier... dem verstorbenen Forscher. Leider. Ich habe gedacht, ich finde vielleicht sogar noch ein paar mehr, aber nix da. Mit mir. Schade eigentlich. Da hätte ich wirklich nochmal alles ablaufen müssen. Alle Höhlen, alle Orte. Ja. Aber. Also gegen die normalen Türchen machen jetzt auch die zwei wieder mörderisch viel Schaden. Auch wenn die ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, auch wenn hier beim Umbauen der ganzen ich habe alle Charaktere umgebaut, also denke ich mal, hoffe ich mal. Manche haben sehr große Einbußen davon getragen mit den Werten und so. Aber im Endeffekt sind sie trotzdem stärker geworden. Das wundert mich ein bisschen. So. Cool. Da haben wir sogar noch einen Fertigkeitspunkt bekommen. Fähigkeitspunkt. Aber das bringt uns auch nicht viel weiter. Weil Fähigkeitspunkte brauchen wir an sich nicht. Weil das sind ja die hier. Oh, habe ich jetzt Zeit 3. Nächster Punkt bei Level 40. Den hauen wir mal in die Falle rein. Fertig aus, mit die Maus. Gut, da können wir jetzt weiterreisen. Wieder leider Schnellreise. Wir springen jetzt hier nur noch von Ladebildschirm zu Ladebildschirm, aber das wisst ihr ja, glaube ich, schon seit etlichen Folgen. Ja, und genauso wüsste ich auch die ganze Zeit. Von einer Gruppe in die andere Gruppe rein. Und damit habe ich halt eben gerade eben zwei Level gelevelt, beziehungsweise ein Level nur. Weil das eine, das war ja schon fast voll. Da habe ich wirklich, wie gesagt, drei Gruppen gerade mal gelegt und Level ab. Aber dann das nächste Level, das hat sich gezogen wie ein Kaugummi. Gut. Dann machen wir nach Dorhard Gendu. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich bin kein Forscher in der Hinsicht von Sprachen. Ich bin froh, dass ich wenigstens ein bisschen freihändig geradeaus gehen kann. Fertig aus. Gut. Dann reden wir mal mit ihm. Grüße, du. Ich habe jetzt alle Aufgaben erledigt.
Was muss jetzt getan werden? Hello, Glenda. Birt Tirtomad Onol Menawi. What can I do for you? Also, ihn über die Ankunft von Verbündeten informieren. Jo, das machen wir. Gut. To tell you that men are going to come all the way to the sanctuary. Some renaigse. I thank you for warning me in person. But our High Queen has already informed me. She is disgusted as much as I. That warriors from a faraway island tread the earth of our sacred lands. But we do not really have a choice, do we? No. It is all of Tirfredi and Enon Mil Frichtamen that's in danger. We have need of every able warrior to protect them. You need to prepare yourself as well. I fear that you will not be spared. We will fight, have no doubts. Because such is our duty and our will. These are our lands that are attacked. I have no doubt. Good luck, Glenda. May the rocks give you their toughness. You shall need it more than everyone else. Can I do anything else for you? Nö, das war's schon. Das wollte ich dir nur sagen. I must leave. Goodbye. Qua awelem seg. Errungenschaft freigeschalten. Einer für alle, alle für einen. Das Krasse ist ja, ich habe wirklich alle auf meine Seite gebracht. Bis auf jetzt halt eben die Brückenkongregation oder so. Die sind natürlich jetzt ganz, ganz böse auf mich. Aber es ist erstmal egal. Alle anderen kämpfen für mich. Hier habe ich auch wieder so eine Stelle, die noch ein bisschen grau ist. Naja. Wartet mal, wartet mal. Was fällt mir da gerade in mein geschändetes Auge? Nee, hier geht's doch gar nicht rein, ne? Hier ist doch ein Erdrutsch, hier geht's gar nicht rein. Ich wollte gerade sagen, hier geht's doch rein. Aber warum war ich da noch nicht drin? Ich glaube, da geht's nie rein. Ich glaube das zumindest mal. Und hier geht's auch nicht rumherum. Drumherum. Nee, hier geht's dann nicht mal rein. Also hier ist ja... Ich war jetzt erstmal hier davon aus, dass das hier das ist. Aber nee, hier geht's ja gar nicht rein. Okay, da habe ich mich gerade sehr verguckt. So wie immer. Also. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt mache. Ich habe jetzt eben 8 Minuten. Einmal... Ich glaube auch nochmal 5 Minuten. Ich glaube, die drei Teile schneide ich zusammen. Fertig aus. Und den Rest hier machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich denke mal, das wird eine abschließende Folge werden. Aber wir sind jetzt soweit. Wir sind für den Krieg soweit gerüstet. So gut wie es geht halt eben. Habe ich die eine Rüstung bei mir tragen? Ich hoffe mal. Jo, die nehme ich mit. Falls ich noch das Level steige, während wir da kämpfen, nehme ich die Rüstung mal mit. Ansonsten müssen wir so gegen den Endgegner kämpfen. Wenn das schon die finale Schlacht ist, was ich aber höchstens vermute. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.